Kunst, sagt Hölderlin in Überlegungen zu seinem Drama Tod des Empedokles, sei die Vollendung der Natur. Empedokles ringt um eine Identität mit der Natur, in der die Kunst im großen Akkord mit allem Lebendigen existiert. Brecht scheut sich, angesichts des schönen Scheins der wahren Welt, von Schönheit zu reden. Wer Schönheit noch ernst nimmt, wer ihre Wahrheit anstelle ihres Scheins wahrnehmen möchte, geht vorsichtig mit ihr um. Man müsse dem schönen Schein durchaus misstrauen. Doch er sieht ein, dass wir ohne den Begriff Schönheit nicht auskommen. Es ist keine Schande, diesen Begriff zu benötigen, aber es macht doch verlegen. Was ist schön, fragt Brecht. Schön ist, wenn man Schwierigkeiten löst. Schön ist also ein Tun. Damit widerspricht er einer Ästhetik, die Schönheit an Objekte fixiert. Auch Wagenfeld benutzt das Wort schön nicht für Objekte, sondern für die Beziehung eines Objektes zum Menschen. Für ihn sind die wirklichen, brauchbaren Dinge schön, indem sie einen schönen Gebrauch hervorrufen. Es ist schön, mit ihnen zu tun zu haben.